halte Gemeinschaft, dann hält sie dich. Ja, also das Gemeinschaft ist nicht in erster Linie etwas, wo ich konsumiere, sondern wo ich mich gebe. Und in diesem Geben empfange ich. Also das ist auch wirklich, ich bin jetzt 30 Jahre als Benediktiner dabei und kann das aus ganzem Herzen bestätigen. Es ist ein Vertrauensakt, mich einzubringen, mich einzugeben in die Gemeinschaft. Da empfange ich. Und das ist natürlich für unsere Klöster existenziell wichtig. Mir ist einmal bewusst geworden, wenn wir hier alles tun würden, aber eines nicht, nämlich nicht gemeinsam beten, nicht mehr gemeinsam zum Tisch gehen, dann wäre dieses Kloster seelenlos und es würde auch nicht mehr existieren, nicht mehr als Kloster. Pater Maximilian Krenn ist Administrator in Stift St. Paul im Lavantal in Kärnten. Davor war er Prior in Göttweig und ist nun in der spannenden Situation, zwei Gemeinschaften von innen heraus kennen zu dürfen. Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten und was macht ein funktionierendes Gemeinschaftsleben aus? Vergleichen soll ich ja nicht, hat mir schon der Abt Heinrich gesagt, als ich gekommen bin. Aber natürlich tue ich es. Ich habe meine ganze Geschichte mitgenommen und das ist natürlich meine 29-jährige Geschichte im Stift Göttweig und habe Göttweig mitgenommen, genauso wie andere, die in ein Kloster wechseln, ein anderes Kloster wechseln, ihre Geschichte mitnehmen. Das hat mich auch meine Auszeit gelehrt. Wirklich zu Hause bist du doch nur bei dir. Und wenn ich von mir nicht davonlaufen muss, wenn ich bei mir einkehren kann, spüre ich das deutlicher. Und da habe ich ein paar gute Erfahrungen gemacht und die helfen mir jetzt sehr, dass ich hier jetzt einmal, wo ich weggegangen bin, schneller daheim sein kann, also und auch zu mir kommen kann. Das ist für mich eine tägliche Übung. Ja, es ist natürlich, das eine ist, es gibt so viel, das gleich ist. Ja. Also das, was benediktinisches Leben ausmacht, das finde ich hier wieder, Gott sei Dank. Und das habe ich sehr gehofft. Also das ist die Vita Communis in ihren Grundfesten, wo wir uns zum gemeinsamen Gebet treffen, zum Essen, zum Austausch. Also das, und dass es halt ein klösterliches Gebäude gibt. Der große Unterschied ist die Kommunität. In Göttweig haben wir über 40 Mitbrüder und hier sind wir zu 11. Und mir kommt immer wieder der Vergleich, ich muss erst lernen, in einer kleineren Kommunität zu leben. Das ist wie auf einem Boot oder auf einem Schiff. Wenn auf einem Schiff jemand springt und hupft und Unruhe macht, fällt das kaum auf. Oder so ganz leichte Bewegungen. Und am Boot stört das alle. Gell? Und das macht einen ganz großen Unterschied. Sich aushalten lernen und dann merken, da hält uns aber wer oder etwas auf diesem Weg. Und das ist schon eine geniale Erfahrung, die viele nicht mehr machen. Also, und das können wir auch mitteilen oder teilen mit denen, die zu uns kommen. Wir sind hier, obwohl wir ein kleiner Konvent sind, ein recht junger Konvent insgesamt. Also der Durchschnitt ist, glaube ich, wahrscheinlich der jüngste der österreichischen Benediktinerklöster, haben aber zwei Altäbte hier, also zwei Äbte, die emeritiert sind. Das ist für mich neu, das habe ich nie erlebt, so etwas. In Göttweig war Abt Clemens 36 Jahre, Abt ist dann gestorben und dann ist gleich der neue gekommen, der Abt Columban. Ja, Gemeinschaft ist keine Wohlfühloase. Also wenn jemand kommt und meint, er kommt, um sich hier wohlzufühlen, dann wissen die Erfahrenen, die da hinhören, die sagen, oh weh, da haben wir ein Thema. Also entweder ist es ein Missverständnis oder es ist ein falscher Beweggrund. Ich gehe nicht in eine Gemeinschaft, um mich dort wohlzufühlen. Und ich glaube, auch in einer Ehe wird es so nicht funktionieren. Ich gehe in eine Gemeinschaft, weil ich die Gemeinschaft suche, das Zusammenleben, mit welcher Zielrichtung hier sicher, um Gott zu suchen und das Geistliche miteinander zu teilen, aber auch das Menschliche. Und da trifft man sehr bald auf alle Spielarten der Herausforderungen, der Schwierigkeiten und natürlich des Schönen. Ich glaube, in einer Gemeinschaft
muss jeder lernen, soweit es kann, konfliktfähig zu werden. Also, dass man fähig wird, nicht voreinander davonzulaufen, wenn es ein Thema gibt. Das passiert natürlich im Alltag eh ständig wie überall auch. Ich selber bin hierher gekommen, weil ich nicht davonlaufen wollte. Ich habe auch keine Gemeinschaft gesucht, wo ich mich jetzt wohler fühlen könnte. Ich liebe meine Gemeinschaft in Göttweg mit allen ihren Schwierigkeiten, sondern weil ich so schon die Herausforderung gespürt habe und die Notwendigkeit, es bedarf dieser Ort einer Unterstützung, dass hier dieses wertvolle Leben in die Zukunft gehen kann. Dazu möchte ich einfach meinen Beitrag leisten. Und dazu gehört es aber auch, dass ich, gerade wenn ich daherkomme, zum einen einmal alle annehme, es können alle dazu, speziell als Leiter der Gemeinschaft ist das eine Grundaussage. Und die ist oft schwierig genug, sie wirklich zu teilen, und darum muss ich mich jeden Tag mühen. Und dass ich aber auch bereit bin, dorthin zu schauen, wo es Not tut. Ich würde sagen, St. Paul macht einmal ganz wesentlich aus, dass es eine romanische Kirche hat im Mittelpunkt. Also dieses ganz alte Gotteshaus, das über die Jahrhunderte verweist, es gab hier immer benediktinisches Leben. Daher ist mir das sehr wichtig, auch dieses Gotteshaus zu würdigen. Wenn ich einen Gast habe, dann führe ich ihn zunächst einmal zum Gebet, so wie wir jetzt hier sitzen, in der Chorkapelle, in der Rabensteiner Kapelle. Das sollte ein Ort sein der Geborgenheit, wo man spürt, hier haben Mönche, Gäste über Jahrzehnte, Jahrhunderte ihre Anliegen, ihre Sorgen dargelassen, geteilt. Dann natürlich St. Paul ist einfach Kunstschatz. Ja. Also es ist unglaublich, wie reich wir alte Kunstschätze haben. Ein Reichtum aus der Romanik, aus der Gotik ganz besonders, das ist in Österreich einzigartig. Und dann liegt es wirklich wunderschön, es wird auch genannt die Abtei im Paradies, also das Lavantal, das Paradies genannt wird, ist halt schon ein von der Natur dominiertes Tal, das aber auch gut bewohnt ist, belebt ist, und da liegt St. Paul so am Ende dieses Tales, und wir können von hier aus einen Blick in das Tal werfen zurück. Und dann liegt es als Viertes vielleicht auch noch so an den Kirchen, die auf den Hügeln hier sind. Und die schauen auf uns herab und wir auf sie hinauf. Also es liegt so auch an Wallfahrtsstätten. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeiten. Amen. Die Mönche lieben das Chorgebet. Auch wenn es manchmal schwer ist, zusammenzukommen, weil im gemeinsamen Gebet werden ja auch die menschlichen Regungen spürbar, die Nervigkeiten, aber auch das Schöne, die Freude. Und das andere ist eben der gemeinsame Tisch. Benedikt stellt das auch nebeneinander. Das gibt es ja fast nicht mehr in unserer Gesellschaft. Und das ist auch ein unglaublicher Benefit. Also etwas, wo Menschen, die zu uns kommen als Gäste, und bei uns in St. Paul hier ist es üblich, auch Gäste immer wieder auch teilhaben zu lassen an unserem gemeinsamen Tisch, wo sie merken, dass das ihrem Leben eine neue Freude gibt oder ein Angenommensein, ein sich geborgen fühlen, wo sie Gebet und Tisch so gemeinsam erleben. Also das sind so die Grundfesten von Gemeinschaft.